Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Hitman 4 Blood Money. Im letzten Part haben wir mein Lieblingslevel abgeschlossen, nach dem zweiten Versuch eigentlich erst. Also wir haben es ja irgendwie so zweimal gemacht oder so. Den Clown habe ich leider nicht gekillt. Der war mir immer sehr unsympathisch. Und jetzt spielen wir ein weiteres Level, was ich persönlich sehr cool finde, aber auch ehrlich gesagt nicht einfach. Und haben wir diese Sequenz schon geschaut? Die danach auf jeden Fall noch nicht. Ärgerlich. Dieser Zeuge hatte Informationen über die Ortmeier-Akten oder ihren Verbleib. Ja, das kennen wir schon, aber das nächste. Hallo 47. Der amerikanische Innenminister soll heute bei der Mardi Gras-Parade ermordet werden. Wir wissen nicht genau, wer dahinter steckt, aber unser Klient möchte die drei Attentäter ausschalten, um den Anschlag zu verhindern. Der Anführer ist Mark Pureja Jr. Die anderen beiden Attentäter heißen Raymond Kolinsky und Angelina Mason. Kolinsky war früher ein Weltklasse-Biathlet. Vermutlich wird er schießen. Mason ist wohl nur als Späherin mit an Bord. Die beiden sind ein Paar und sehr labil. Sie müssen also mit einer heftigen Reaktion rechnen, wenn sie einen der beiden töten. Wir wissen nicht, wo sie sich im Moment aufhalten. Allerdings wurde ihr Honorar bereits angewiesen. Das Geld müsste sie direkt zu ihnen führen. Im Zielgebiet wimmelt es von Zivilisten. Angesichts der Bedeutung des Attentats sind außerdem sicher Ersatzteams vor Ort. Sie müssen also noch diskreter vorgehen als üblich. So, schauen wir mal. Wir haben ja hier einiges an Geld zusammengespart. Und updaten hier gleich mal das Wichtigste. Das Wichtigste sind für mich MP und Silberballer. So, wir haben zwar jetzt nicht mehr genug Geld, aber was haben wir hier noch? Zusätzliche Munition, Laservisier, Montageschlitten, panzerbrechende Munition, Schalldämpfer Typ 1 und Pistolengriff. Außerdem Flachettmunition. Zusätzliche Munition, Schnelllader, 12 Gorsch-Patronen, Montageschlitten, Kurzlauf. Und zusätzliche Munition, Silvernord Typ 1, leichter Rahmen, Schalldämpfer Typ 1 und panzerbrechende Munition. Hier, das, ach verdammt, hier hätte ich noch schauen müssen, denn hier haben wir noch mehr Gesundheit, das brauche ich eigentlich öfter. Speed 35% des Schadens. Eine zusätzliche Ruhe mal. Also ich glaube, die drei Dinge kaufen wir beim nächsten Mal. Denn die sind alle drei sehr nützlich. Ah ja, ja, bla. Los geht es. Mark Pureja, der zweite, Angelina Mason und Raymond Kolinsky. 25. Oktober 2004. Das war die Übergabe. Folgen Sie dem Koffer 47. Er ist unsere einzige Spur. Ich glaube, wir wissen, was wir zu tun haben. Ich habe ihr gesagt, heb bloß nicht dein Hemd hoch, Maybelline. Aber sie hört natürlich nicht auf mich. Billie Jack, wow, mit dir habe ich hier nicht gerechnet. Oh ja, ich habe den Job gewechselt. Ich möchte mal was nachschauen. Wenn wir hier hochgehen. Ist hier noch irgendwo was? Ja. Ach so, da bin ich. Jetzt. Ah ja, jetzt habe ich Orientierung. Das heißt hier rechts. Scheint mein... Wow. Hey, mich hat jemand in Skype ange... Ja. Ne. Nochmal. Es war jetzt schlecht. Okay, wo war das jetzt? Ich glaube, das war... Nicht hier. Da ist übrigens der Koffer. Mit der M4. Wo waren das jetzt hier? Einmal bist du gern sind in.
Und dann der Raum hier, hm? Ja. Uff. So sieht die jetzt aus und die sehen ach wunderschön aus. Fehlen mir nur noch Schalldämpfer. Fuck, ich habe den Schalldämpfer abgesetzt. Aber dafür habe ich längere. Ja, ich habe länger. Ach, leck mich. Da ist doch nur eine Person drin. Ach, der andere ist dann draußen. Hm. Und hier ist ein Soldat. Was soll denn da schon sein? Ich möchte nur mal schauen, ich starte gleich neu, aber ich möchte unbedingt schauen, was ist denn hier bitte? Oh, ach ja, tausende Leute. Nee, ich meine hier. Dies ist eine der wichtigsten Wahlen unseres Lebens. Ich bin in New Orleans aufgewachsen. Ich war 16 Jahre lang ihr Kongressabgeordneter. Ja, laber nicht, du Spaten. 12 Jahre lang ihr Senator. Die letzten 4 Jahre war es mir eine Ehre, dem Präsidenten als Innenminister zu dienen. Und ich sage Ihnen... Ach ja, genau, der darf nicht sterben, übrigens. ...abgeben werde, ist meine Stimme zur Wiederwahl von Präsident Tom Stewart am 5. November. Ah ja, da muss ich hin und dann wäre das nämlich die perfekte... Ah ja, 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 okay, gut, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Aber ich mach's anders. Ja, das kennen wir. Ach, wie gern würde ich nochmal zurück und... Ach, egal. Am liebsten würde ich die auch sehen, aber daraus wird nichts. So, den Typ da hinten würde ich gern erst einmal vorbeilaufen lassen. Nicht, dass der uns noch sieht, wie wir da reingehen und die alle niedermetzeln. Oh, zieht euch auf. Also, oh, hier drin müsste dieser ICA-Koffer sein, genau. Ich möchte ihn mal kurz aufheben. Oh, ist nicht hübsch. Ich liebe die M4, die ist geil. ja. Ich sage euch nicht, was ich jetzt gerade gesagt habe. Falls ihr es verstanden habt, ja, dann ist ja wunderbar. So, wie machen wir das jetzt? So machen wir das. Geht zu. Okay, die sind also erstmal gearscht. Dann nehmen wir uns hier einmal eine MP9 mit. Und ziehen die Kleidung von der Fixlampe hier an. Du hast echt Weiber für dich tanzen lassen. Traurig, traurig. Wie erbärmlich. Ah, das ist die Frau aus dem Zimmer da, aus dem einen da, ne? Hat die da eigentlich geschlafen oder haben die gefickt? Dies ist eine der wichtigsten Wahlen unseres Lebens. Ich bin in New Orleans aufgewachsen. Ich war 16 Jahre lang ihr Kongressabgeordneter. 12 Jahre lang ihr Senator. Die letzten 4 Jahre war es mir eine Ehre, dem Präsidenten... Okay, jetzt sind wir schon beim ersten Ziel. Und ich sage Ihnen, die wichtigste Stimme, die ich je abgeben werde, ist meine Stimme zur Wiederwahl von Präsident Tom Stewart am 5. November. Eigentlich nicht, ne? Yeah. Okay, machen wir das nochmal. Machen wir das nochmal. Nochmal. Fängt ja schon mal super an. Aber sowas braucht halt auch Geduld, ne? Besonders die Tatsache, dass da noch dieser Koch war, der hätte uns das nochmal erschwert. Sag mal, ficken die hier gerade? Nö. Legt die sich wirklich nur hin und will schlafen? Könnte ich doch rein theoretisch einfach mal Betäubungsspritze nehmen. Oder auf die bewährte Art und Scheiße machen. Hat mich jemand gesehen? Ach nö.
Dies ist eine der wichtigsten Wahlen unseres Lebens. Ich bin in New Orleans aufgewachsen. Ich habe noch eine viel bessere Idee. Okay, jetzt gebe ich mir aber wirklich Mühe, ja? Jetzt gebe ich mir richtig Mühe, das sage ich euch. Jetzt möchte ich das mal richtig schaffen hier. Also, keine Scheiße mehr bauen und am besten auch keine Neustarts mehr. Ficken. Wir wollen das jetzt einmal richtig schaffen. Also los geht es. Mal wieder bis hierhin latschen. Einmal den Ausschnitt starren. Und jetzt... Dies ist eine der wichtigsten Wahlen unseres Lebens. Ich bin in New Orleans aufgewachsen. Ich war 16 Jahre lang Ihr Kongressabgeordneter, 12 Jahre lang Ihr Senator. Okay. In den letzten 4 Jahren war es meine Ehre, den Präsidenten als Innenminister... Ja, ich weiß, dass Sie den gefunden haben. Und ich sage Ihnen, die wichtigste Stimme, die ich je abgeben werde, ist meine Stimme zur Wiederwahl von Präsident Tom Stewart am 5. November. Okay, doch noch ein Neustart. Wir machen es wieder so, dass wir hier direkt reingehen. Dann müssen wir keinen unnötigen Typen mehr töten. Es tut mir schon wieder unheimlich leid, unendlich leid, dass ich hier ständig neu starten muss. Aber was soll man machen? Ich stelle mich halt immer wieder blöd an. So. Machen wir wieder so und nehmen uns die MP9. Wachvogelanzug. Ja, ja, mach schon. Einmal die MP, also die taktische MP wieder rausholen. Wieso haben die in dem Spiel eigentlich alle so große Brüste? Ja, gehen wir mal nicht weiter darauf ein. Tür natürlich direkt wieder hinter uns schließen und sicherheitshalber einmal speichern, kann man ja. Wenn wir das schon mal können, machen wir das auch. So, und jetzt geht's nochmal richtig los hier. Der rote ist höchstwahrscheinlich weg. Ja, das war natürlich klar. Aber das ist mir kackegal, denn ich... Dies ist eine der wichtigsten Wahlen unseres Lebens. Ja. Ich bin in New Orleans aufgewachsen. Ich war 16 Jahre lang Ihr Kongressabgeordneter. 12 Jahre lang Ihr Senator. Okay, das eine Ziel ist noch nicht da. Die Jahre war es meine Ehre, dem Präsidenten als Innenminister zu dienen. Es kommt gerade. Und da sind zwei Dinge, da sind welche. Ich weiß, dass da oben das Ziel ist, also das endgültige Ziel, das weiß ich. Und hier irgendwo in irgendeinem Haus ist noch das andere Ziel. Und das letzte Ziel ist halt hier, ne? Jetzt muss ich erstmal hoffen, dass der Kocher baut. Und dann muss ich so schnell wie möglich diese Bigs töten. Ich habe ihren Namen vergessen. Angelina Mason. Ja, der Typ labert ganz schön eine Scheiße. Und der hat eine ganz schön hohe Stimme. Und, hat die auch so große Brüste? Steuern, das Gesundheitswesen, unsere Umwelt, ja. Sozialwesen, so hau mal ab, du. Und so weiter und so fort. Ich will nicht, dass die mir wieder abhaut. Ach ne, Moment, die hat einen Walkie-Talkie in der Hand, ne? Ja. Ich weiß, wem wir nicht vertrauen können. Frank, hau ab. Okay, machen wir es hier. Hier sieht uns eh keiner. Auch gut. Oh. Hat keiner gesehen. Oh, wo willst du hin? Oh, scheiße. Moment, ist das hier nicht schon das Haus? Ja, ich weiß, dass ihr sie gesehen habt. Ah. Oh. Eine Bar. Noch eine. Von vielen. Das interessiert mich ein Kack, ich brauche eine andere Uniform und zwar schnell. Geht das zu öffnen? Ja, das geht zu öffnen. Also einmal nochmal speichern auf einem neuen Spielstand.
Ja. So. Nicht so. Ach, Idiot. Mach schon. So, jetzt bin ich ein Koch. Yeah. Als Koch fühlt man sich doch schon viel wohler. Oh, ihr habt wieder geknutscht. Hau mal ab hier. Verpiss dich. Guck mich ja nicht an. Ja, super. Nein. Danke. Ist das nicht hier schon? Wo der Typ snipert? Raymond. Nee? Habe ich aber so eine Erinnerung, dass der hier snipert, aber okay, dann nicht. Snipert halt nicht hier. Na, ich kann ja hier mal sicherheitshalber eine Roo-App mine liegen lassen. Trollolololol. Weil ich sowieso glaube, dass alles versaut ist. Ich glaube, mit dir habe ich noch einige Chancen mehr. Als mit einem Kochanzug. Ach, leck mich. Just fuck me. Wir müssen Angelina Mason anders töten. Das zieht sich auch auf. Zieht sich aber auch ewig hin, was ich hier tue. Ich mach's einfach ganz, ganz einfach. Dies ist eine der wichtigsten Wahlen unseres Lebens. Ich bin in New Orleans. Und zwar. Ich war 16 Jahre lang Ihr Kongressabgeordneter. 12 Jahre lang Ihr Senator. Die letzten 4 Jahre hat meine Ehre den Weg. So nicht. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ich muss mich einfach kurz konzentrieren. Ich darf einfach keine Scheiße bauen. Wenn der Typ nicht da ist, ist ja alles okay. Aber der Typ ist halt da und das ist nicht gut. Blöder Koch. Vielleicht sollte ich sie nicht dort hinten töten. Vielleicht. Dies ist eine der wichtigsten Wahlen unseres Lebens. Ich bin in New Orleans aufgewachsen. Vielleicht töte ich sie woanders. Ich sollte sie nicht woanders töten. Ihr Senator. Die letzten 4 Jahre war es meine Ehre, den Ja, halt doch mal deinen Mund, du Spaten. Komm mal her. Die wichtigste Stimme, die ich je abgeben werde, ist meine Stimme zur Wiederwahl von Präsident Tom Stewart am 5. November. So. So, jetzt überspeichere ich auf jeden Fall mal den Spielstand, weil der ist sowas von im Arsch. Ja, der hier wahrscheinlich auch, denn ich möchte jetzt was probieren. Und zwar den hier reinzutragen. Angst vor wissenschaftlicher Forschung. Wer hat Angst vor wissenschaftlicher Forschung? Man kann die Wissenschaft nicht aufhalten. Scheiße. Dann kann ich ja Angelina da gar nicht mehr verstecken. Ach, egal. Egal, das passt schon. Kommt die eigentlich? Ja, die kommt. Das ist gut. Steuern. Das Gesundheitswesen. Unsere Umwelt. Das Sozialwesen. Die Sozialhilfe. Die Krankenversicherungen. Und so weiter und so fort. Gibt's auch, du hast keine Chance. Leider ist sie eine Frau, denn wenn sie Raymond wäre, könnte ich glaube auch ihren... Ach nee, Kleidung von Anzügen kann man nicht aufnehmen. Was ist eigentlich für eine Flagge? Syrien irgendwie sowas? Oder? Ja, wo packe ich denn die jetzt hin? Ach, wisst ihr was? Ich lasse dich hier einfach liegen, weil ich so... Weil du so toll bist. Ne? Ich fick dich nochmal ab. Da, fühl dich gefickt. Oh. Gut, danke. Mehr wollte ich von dir gar nicht. Habe ich Blut am Körper? Nein, sieht nicht so aus. Einmal überspeichern. Ja. Ja. Danke. Und jetzt weg hier. Solange es keiner gesehen hat, ist mir alles im Arsch. Egal, meine ich.
Wo will ich denn als nächstes lang? Als nächstes möchte ich dort lang, also andere Richtung. Boah, Achtung, Wagen mit diesem komischen Chimney oder wie der heißt. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen lauter reden, wir sind ja hier mitten in der Menge. Und wenn ich zu undeutlich rede, wenn ich manchmal so alles so, tja, wie soll ich sagen? Manchmal da verbinde ich, also da binde ich so die ganzen Wörter und so und das macht mir irgendwie Spaß. Was macht denn ihr hier? Seid ihr schwul oder was? Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Ausrufezeichen, aber ich sehe hier nichts. Ah, eins da. Und eins über mir. Oh Gott, hier kann man... Ah, ich hab ne Idee. Wenn es nicht funktioniert, lade ich einfach den anderen Spielstand und... Oh, es tut mir so unendlich leid, dass ich das so dermaßen hinzieht, aber... Ich finde einfach immer wieder neue Wege und wenn es so funktioniert, wenn es so funktioniert, dann bin ich mehr als zufrieden. Wenn die hier nicht langkommt, naja. Ich werde jetzt hier hochklettern und dann wahrscheinlich mal schnell cutten, bis die Frau hier ist. Also als erstes hochklettern, das ist wichtig. Ich warte erst einmal mit euch und danach ohne euch. So, und da müsste ich irgendwie eine Rue-App-Mine ranbekommen. Ich weiß auch schon wie. Ungefähr. Aber jetzt muss ich mich langsam sputen, denn wenn die hier ist und ich noch nicht fertig bin, ist wieder alles im Arsch. Schon wieder. Ne? Das wollen wir ja nicht. Ah ja, hier kommt er hoch. Das ist gut. Hier kommt er auch hoch, dann kommt er hier hoch und dann kommt er hier. Oh. Ich dachte, du springst, aber du kletterst. Also du schleichst dich lieber so lang, das ist ja voll unepisch. Aber du bist halt eher... Naja, ich meine, dann wirst du vielleicht... Ach, kack drauf. Hier springt er aber rüber. Mach schnell. Oh, dort oben ist auch ein ICA. Hm. Ah, die Frau geht erstmal woanders hin. Ich würde am liebsten hier weggehen und immer drauf achten, wann sie... ja, immer auf der Karte drauf achten, wann sie dann irgendwie hier ist oder so, aber das mache ich erstmal nicht. Denn... Nicht, dass ich es dann vergesse und außerdem möchte ich doch sehen, wie sie hier vom Klavier erschlagen wird. Wie in alten Filmen. Das gefällt mir. Hm. Wo geht denn die jetzt hin? Die geht da hin. Sieht man hier auf der Karte noch irgendwo andere Ziele? Ja, da, ja, okay, das weiß ich. Das ist das Hauptziel, also dieser Typ, ne? Aber wo ist Raymond? Wo ist Raymond? Was ist denn da? Da ist Raymond. Nee, das ist sie, oder? Nee, sie ist da. Da drüben ist Raymond. Er macht sich bereit zum Snipern. Oh, fuck. Es wäre doch irgendwie kacke, wenn der jetzt gekillt wird, ne? Also lieber erstmal das. Ich kann ja hier mal an Angelina vorbeigehen, falls sie hier überhaupt noch ist. Wo ist sie? Ach, das war ja da drüben. Jetzt steht sie da rum. Sie geht wahrscheinlich einmal irgendwie im Kreis oder so. Hier kommt man ja wieder weg. Hier lang? Ja. Aber ich muss jetzt immer schon auf die Karte schauen, denn wenn Angelina hier ist, muss ich sie sofort morden. Also da bei dem Dings. Oh Gott. Der ist schon so nah dran, ich muss ganz schnell zu Raymond. Müsste am Ende dieser Straße sein, ne? Ja, und dann ein bisschen weiter nach links. Also links abbiegen und irgendwo auf der rechten Straße ist jetzt das Latin Feather und da wollen wir rein. Oder? Tut mir leid, Partner. Ohne Kostüm kein Eintritt. Hallo, das ist ja mal mehr als nur ein bisschen Kostüm, du Bitch.
Was laberst denn du mir hier für einen Kack? Okay. Die gehen mir jetzt alle auf den Kack, denn ich muss hier hoch. Shit. Wo ist denn die? Ach so. Desert Eagle und Anzug Raymond. Auch eine Tür. Muss ich ihn hier verstecken? Gut, also der gefährlichste ist schon mal weg. Oh, Angelina. Wo ist denn die? Da oben, okay. Sie geht scheinbar erstmal die ganzen Bars ab. Okay, der hat das Geld abgeliefert. Das ist okay. Ich bin's nicht. Ich hab nie was getan. Wieso rennt der Koch mir hinterher? Leck mich doch am Arsch. Weich hier von mir. Dämon. Nicht du. Weich hier von mir, Dämon, damit's Koch. Ja, sprechen. Gut. Und jetzt schnell weg, bevor mir der Koch hier noch hinterherlatscht. Das ist ja nervend. Und da läuft Angelina. Jetzt will ich hier mal hinterherlaufen. Um das Hauptziel kümmere ich mich noch früh genug. Ich hab einen Desert Eagle. Wieso bin ich schneller als sie? Hallo, ich bin's, Raymond. Es geht. Oh, du hast meinen Freund getötet. Oh, fuck. Oh, fuck. Ach du Scheiße. Also das war ja ganz schön knapp. Erstaunlich, dass ich jetzt nicht gesehen wurde. So, rein mit dir. Oh, hi. Wie? Stirb einfach. Just die. Danke. Jetzt muss ich euch hier aber noch alle aus dem Weg räumen. Damit ihr wenigstens nicht im Weg liegt. Also damit euch hier keiner findet. So. Also das wird zwar keine gute Bewertung, aber Hauptsache ich schaffe es ohne unbedingt von Polizisten jetzt hier getroffen zu werden. Denn die Polizisten, die sind kacke, ne? Natürlich möchte ich Angelina wieder helfen und nochmal dafür sorgen, dass sie sich gefickt fühlt. Diesmal natürlich in einem Playthrough, der dann vollständig wird. Ihr wisst schon. Oh, das war ja ganz hart. So, einmal abspeichern. Ich habe keine Ahnung, wo. Ich speichere einfach mal den hier ab. Ach, und um mal die Aufmerksamkeit auf einen anderen Ort zu
Lenken. Trollolololol. Leider werden wir das nie sehen. Und in diesem Haus hier, sag ich mal, werden wir gleich höchstwahrscheinlich alles einfach niedermetzeln. So richtig böse niedermetzeln. Aber solange wir können, müssen wir das ja noch nicht. Ich gehe mal ganz unbemerkt hinter dich. Zücke die... Ich könnte entweder Klavierseite oder Giftspritze, um ihn direkt zu töten. Oder ich könnte ihn aus dem Fenster werfen und dann ist es ein Unfall. Hm. Machen wir. Machen wir nicht, ne? Aha, als Bote hätten wir in dem Diamantenkoffer eine MP9... Ach, ja, MP9, genau. Eine Bombe platzieren können. Und dann hätten wir ihn explodieren lassen können. Auch lustig. Aber das haben wir nun mal nicht gemacht. Und wir hauen jetzt hier einfach so schnell wie möglich ab. Wo sind Exits? Hier sind ja ziemlich viele Exits. Also würde ich sagen, hier gibt es nur einen Exit. Wir gehen da lang. Doch bevor wir das tun, möchte ich noch eine Sache erledigen. Und zwar möchte ich hier noch einmal auf den Flügel schauen. Ich habe da gar keine Bombe platziert, oder? Ach, fick mich. Fick mich, fick mich, ficke mich. Ach, fick mich, fick mich, fick mich. Machen wir das halt nicht. Falls ihr es sehen wollt, wie ich das, wie ich dann nochmal das mit dem Flügel mache und eventuell auch, wie ich die Bits mit dem Flügel morde, weil das war ja nur echt einfach nur ungeschickt, dass ich das dann nicht geschafft habe. Tschüss. Dann schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann mache ich das Level einfach nochmal und zeige euch nur diese Stelle, also ich filme nur die Stelle. So, wir haben einen Zeugen, 2 aufgeflogene Tarnungen, 2 gefundene Leichen, 4 Kopfschüsse, 0 Unfälle, 2 Nahkampfkills, 26 Treffer, 75 abgefeuerte Schüsse, 12 Kills gesamt. Wir wurden nicht gefilmt, 2 Punkte Lärm, 3 Punkte Gewalt ist auch noch gar nicht so schlimm. 12 Minuten, ihre Bewertung Eraser, Bekanntheitsgrad 0 von 100. Yeah, lief doch ganz cool. Eraser schlägt zu. Raymond Kulinski getötet. Warum ist der? Ach, egal. Die Polizei geht von einem Auftragsmord aus. New Orleans, 26. Oktober 2004. Das NOPD hat heute Morgen bestätigt, dass Olympiateilnehmer Raymond Kulinski und seine Frau Angelina Mason gestern während des Mardi Gras Festivals getötet worden sind. Mr. Kulinski und Mrs. Mason waren Opfer bei einem Zwischenfall mit 9 weiteren Toten. Unter den Getöteten waren 2 unschuldige Partygänger. 7 Sicherheitsleute von Mr. Kulinski wurden auch getötet. Der Tod des Sicherheits- und Wachpersonals spielt bei den Ermittlungen der Polizei eine eher untergeordnete Rolle. Die Ermittler erklären ferner, 75 Schüsse wurden durch den Killer abgegeben. Dies ist aus den am Tatort gefundenen Patronenhülsen und Einschusslöchern zu schließen. Vergleicht man die abgegebenen Schüsse mit den Verletzungen der Opfer, war der Schütze vermutlich einem Umgang mit Schusswachen unerfahrener Laie. Laut Angaben der Polizei haben verschiedene Anwohner mehrere Schüsse gehört. Die Ermittler fanden 9mm Magazine in der Nähe des Tatorts. Offenbar wurde eine MP des Typs MP9 für den Mord verwendet. Die Behörden äußerten sich besorgt über die Tatsache, dass 4 der Opfer durch Schüsse in den Kopf exekutiert wurden. Eines der Opfer wurde unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden. Polizei
Forensiker untersuchten derzeit die Todesursache. Den ich mit Gift gekillt habe, oder? Ja. Die Entdeckung einer versteckten Leiche gibt der Polizei in des Rätsels auf. Versteckte Leiche? Ah ja, ich habe den nackten Typen in die Mülltonne geworfen. Derzeit ist noch unklar, ob diese mit dem Verbrechen in Zusammenhang steht. Das NOPD verhört derzeit einen Zeugen, der sein Leben retten konnte. Einige Zeugen haben beobachtet, wie der Verdächtige seine Spuren durch die Änderung seines Aussehens zu verwischen versuchte. Ah ja? Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf das Äußere des Killers, da diesen niemand gesehen zu haben scheint. 1992 stand Raymond Kolinsky im Biathlon-Team der amerikanischen Olympiamannschaft. Kurz nach seiner Qualifikation zog er sich bei einem Fahrradunfall allerdings eine schwere Knieverletzung zu, die seine Olympiateilnahme unmöglich machte. Und toter Unsinn, vermischtes, bla, weather, river, ach, das kommt mir bekannt vor. Weniger Alkoholtote bei Mardi Gras, Grass, Kiss of Death, Harris Taxi, The New Orleans Star, New Edition. Gut, weiter geht's. Speichern. Jau. Ja, weiter. Oh je. Aber Sie haben den Minister gerettet. Ja, und wir haben einen der Komplizen von Mr. 47 getötet. Er war nicht allein? Nein. Sie standen in Funkkontakt. Die Autopsie des zweiten Killers beunruhigte uns allerdings. Er war ein Klasse 2-Klon. Klasse 2? Voll funktionsfähige, künstlich gealterte, menschliche Klone. Normalerweise sterben sie nach etwa 18 Monaten. Sagen Sie, gibt es viele menschliche Klone? Das wissen wir nicht genau. Aber in ein paar Jahren gibt es vermutlich Tausende. Warum? Wegen Ihres Präsidenten! Er will das Klonen legalisieren. Stellen Sie sich vor, die heimtückischste Waffe aller Zeiten. Und er will sie legalisieren. Aber die Öffentlichkeit... Vergessen Sie die Öffentlichkeit. Das Klonen ist die Massenvernichtungswaffe. Der Traum jedes Terroristen. Aber die meisten Bürger befürworten das Klonen und... Hoffentlich ändern Sie nach diesem Interview Ihre Meinung. Ob es hilft, wenn Sie wissen, dass 47 Chad Binghams Sohn getötet hat? Was? Wir setzten unseren besten Agenten auf ihn an. Wir waren bereit. Schön, Ihre Stimme zu hören, 47. Wir hatten uns schon Sorgen um Sie gemacht. Ich musste nur eine Kleinigkeit erledigen. Wir haben einen äußerst brisanten Auftrag für Sie, wenn Sie interessiert sind. Mhm. Ja, das bin ich. Schicken Sie mir die Unterlagen. Hallo, 47. By the way, möchte ich nochmal kurz sagen, und zwar... ich habe mir ein bisschen was zu Absolution angeguckt, also Hitman 5, und die ersten Trailer, finde ich, da sah Hitman 5 überhaupt nicht mehr aus wie die alten Hitman-Teile, aber seit dem neuesten Gameplay-Trailer finde ich wieder, dass es wieder ähnlich aussieht. Tschüss, bis zum nächsten Part. Seht ihr das? Es ist einfach geil.